Bedeutet, dieses Netz erschließt zum einen auch die deutsche Wasserstoffproduktion. Das heißt, jeder, der möchte und kann eine Elektrolyse aufstellen und in unser Wasserstoffnetz einspeisen. Das ist wunderbar, dezentrale Erzeugung, Einspeisung, aber halt auch im Größeren, wenn man im Norden Elektrolysen aufbaut und über den Wind reinbringt. Wir binden Häfen an, gerade hier an der Küste, wie wir es ja für den LNG-Entladung gemacht haben in Wilhelmshaven, ist das auch für Wasserstoff denkbar. Wir erschließen mit dieser Initiative 5 Importkorridore, wie gerade genannt, und versorgen somit die Verbrauchsschwerpunkte und ermöglichen vor allem eine Strukturierung über die Speicheranbindung. Das heißt, wir binden natürlich die existierenden großen Gasspeicher an, die für Wasserstoff tauglich sind und können somit Wasserstoff einspeichern, wenn er zur Verfügung steht, und ausspeichern, wenn er gebraucht wird, um zum Beispiel dann auch in Süddeutschland Strom zu erzeugen mittels eines Wasserstoffkraftwerks. Diese Idee hat natürlich nicht nur die OGE, das existierende Erdgasnetz zu nutzen und zu erweitern und auf Wasserstoff umzustellen, sondern auch andere Netzbetreiber, wie gerade erwähnt. Hier gibt es viele noch in Deutschland. Und wir haben uns zusammengetan im FMB Gas und haben ein Wasserstoffkernnetz erdacht. Das heißt, wir haben unsere Leitungen überprüft, zusammengelegt und gesagt, was müssten wir an Leitungen zur Verfügung stellen, umstellen und neu bauen, um ein erstes, um Deutschland mit Wasserstoff zu versorgen. Dieses Netz hat eine Gesamtlänge von circa 10.000 Kilometern reiner Wasserstoff. Und davon Umstellungen sind circa 60% plus minus. Das heißt, wir können hier einen erheblichen Teil wieder nutzen, was halt dieser Vorteil ist des Erdgasnetzes. Hier muss nicht so viel neu gebaut werden. Das haben wir mal geclustert und gesagt, das Wichtige ist erstmal, dass diese Kollegen Wasserstoff kennenlernen und erleben. Kurz und knapp, aber sie müssen mal verstehen, was Wasserstoff bedeutet, wo die Grenzen vom Wasserstoff sind und wie Wasserstoff so reagiert. Das Zweite, was sie dann können müssen, ist es zu übertragen. Das heißt, die Geflogenheiten aus dem Erdgas auf Wasserstoff übertragen. Es gibt sehr, sehr viel, was man im Wasserstoff genauso macht wie im Erdgas. Aber es gibt ein paar Sachen, die werden halt nicht so getan. Und das ist wichtig, die zu kennen und dann entsprechend auch anders zu machen. Weiter geht es dann in den sicheren Umgang mit Wasserstoff beziehungsweise korrekter Umgang mit Wasserstoffanlagen. Das heißt, ich gehe auf eine Wasserstoffanlage zu, weiß erstmal, dass es eine ist und wie verhalte ich mich dann da? Wie muss ich freimessen? Wie gehe ich da konkret hin? Und zu guter Schluss ist es natürlich das sichere Arbeiten an Wasserstoffanlagen, dass entsprechend unsere Kollegen geschult werden, diese Anlagen zu betreten, daran zu arbeiten, freizugehen und dann sicher diese Anlagen warten zu können. Also bei einer Umstellung gucken wir uns sehr explizit die einzelnen Rohre, Armaturen, Formteile etc. pp. an. Da suchen die alte Dokumentation dazu raus und müssen am Ende des Tages auch in einer Sachverständigenanhörung beziehungsweise in einer sogenannten Paragraph 5 Anzeige nach Gashochdruckleitungsverordnung die wesentliche Änderung eines Leitungssystems einem Sachverständigen vorlegen und technisch argumentiert, muss dieser dann eine gutachterliche Äußerung dazu schreiben und gerade auch Drucklastwechsel und Bruchmechanik wird dann eine wesentliche Rolle spielen. Genau, Drucklastwechsel, guter Punkt, den werden wir zählen müssen. Das heißt, wir müssen zählen, wie häufig welche Druckänderung eine Leitung erfahren hat. Aber da ist es auch, bei der Betriebsweise des Netzes sind wir ganz, ganz weit davon weg, dass wir hier eine zügige Wasserstoffversprödung sehen werden. Größter Vorteil daran ist halt auch, dass wir bei Drucklastwechseln in der Regel von Volllastwechseln reden und gerade in unserem Leitungssystem kommt das nahezu nie vor.